Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr zu diesem Video wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch heute wieder viele kleine kurze Telefonate mitgebracht. Um's genau zu nehmen, 6 Telefonate mit 6 verschiedenen Betrügern, von meistens vom Tradingmarkt, die uns wieder das Blaue vom Himmel versprechen, womit wir reich werden und jede Menge Geld abgrasen. Das sind jede Menge Telefonate, die ausschließlich darauf aus sind, um an euer Geld zu kommen, wenn ihr euch auf den falschen Webseiten registriert habt. Wie die Gespräche dann laufen würden, das hört ihr jetzt hier in den folgenden 6 Telefonaten in diesem neuen Video. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unseren vielen neuen Telefonaten. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn ihr den Kanal abonniert, am besten gleich mit Klingelglöckchen, weil dann verpasst ihr auch in Zukunft kein weiteres wahnsinniges Video mehr. Ja, bitteschön. Ja, hallo. Ja, hallo. Rainer, grüß Gott und schönen guten Tag. Ja, wenn ich ihn sehe. Mein Name ist Anton Becker, ich rufe Sie von der Kundendienstabteilung der Firma Nutria Pharma an. Sie haben bei uns die Anfrage auf das Präparat C2S hinterlassen. Ja, Nutria Pharma, ja. Unsere Firma heißt Nutria Farm, ja. Ja, kann man die auch essen, die Nutrias? Also machen Sie da auch gleich richtig Nutria-Fleisch und so? Nochmal bitte. Ich esse gerne Nutria. Nutria Farm heißt das Unternehmen, ja. Ja, esse ich gerne. Kann man da auch direkt einen Nutria bei Ihnen bestellen? Sie können dieses Präparat genau bei uns bestellen, ja. Ach so, ja, also Nutrias denn, ja. C2S heißt das Präparat. Ach so, ja, dann nehme ich das. Und ist das aus biologischem Anbau, das Tier? Ja, das ist ja nur aus natürlichen Wirkstoffen. Das ist gut, dann nehmen wir davon gleich einen ganzen Karton. Mhm. Und Herr Steiner, haben Sie die Informationen auf unserer Webseite durchgelesen? Sich ein bisschen über unser Präparat informiert, oder? Nee. Also ich würde so einen ganzen Karton nehmen. Ich verstehe Sie ziemlich schlecht. Mehr ja, ich sage einen ganzen Karton. Gut, danke Ihnen, Herr Steiner. Ja, wir rufen Sie ein bisschen später zurück. Warum denn? Ich habe Sie doch jetzt am Apparat. Oder wir rufen Sie nicht an. Ich habe Sie doch jetzt dran. Ich möchte den ganzen Karton haben. Dieses Wort, Karton, was ist das? Ich verstehe das nicht. Was meinen Sie damit? Nein, ganzen Karton. Sie müssen doch wissen, was das bedeutet, wenn ich sage, ich will einen Karton. So einen ganzen Karton. Das verstehe ich leider nicht. Warum nicht? Ich kenne dieses Wort nicht. Aber wir müssen es googeln. Buchstabieren Sie bitte. K-A-R-T-O-N. Karton, das ist die Packung, meinen Sie, oder? Ja, da will ich einen ganzen Karton. Die Packung meinen Sie, ja? Einen ganzen Karton voll, ja. Und wohin sollten wir dieses Karton schicken? Na, zu mir. Sie möchten abnehmen? Ich möchte das haben, den Karton. C2S meinen Sie, ja? Ja, wenn das so heißt, dann nehme ich das. Mhm. Gut, Herr Steiner, wir können Sie unsere Standardtherapie schicken. Das ist die Therapie mit 4 Karton, mit 4 Packungen. Ja. Ja? Ja. Das kostet insgesamt 236 Euro. Das ist Schnäppchen, das mache ich. Das machen Sie? Ja. Also gut, können Sie bitte Ihre Adresse nennen? Ja, so Braunschweiger Straße. Braun, Ihre Postleitzahl zunächst bitte. 12055. 120955, ja? 12055. 12955, ja? 12055. Das ist Berlin, ja? Ja, ja. Mhm, und Ihre Straße nochmal? Braunschweiger Straße. Mhm, und Hausnummer? Ist 77. 77. Ja. Das ist ein Privathaus, oder? Nö, ist ein ganz normales Miethaus. Miethaus, ja. Ja, zur Miete. Mhm. Ja. Gut. Gut, Herr Steiner. Also sind Sie sicher, dass Sie alles durchgelesen haben, dass Sie keine Fragen haben über dieses Präparat C2S heißt? Ja, da ist. Da habe ich ja gesagt, ich habe das nicht gelesen. Ja, das haben Sie nicht. Aber warum möchten Sie das in diesem Fall bestellen, wenn Sie nicht informiert sind? Na, wenn man sich das draufschmieren kann, dann nehme ich das. Das sind die Kapseln, das können Sie nicht einschmieren. Ich mache die kleinen. Ich mache die kleinen und den Joghurt und dann schmiere ich das auf der Haut. Diese Kapseln? Mache ich immer so mit allen Tabletten. Und worauf schmieren Sie das ein? In welche Stelle? Auf den ganzen Körper. Mhm. Und das hilft, oder? Welche Tabletten schmieren Sie ein? Alle. Alles, was ich an Tabletten immer so nehme, das schmiere ich mir ein. Mhm. Und wie alt sind Sie, Herr Steiner? Wie alt ich bin? Ich bin 55. Mhm. 55, ja. Also gut, gut verstanden. Ich habe Ihre Adresse aufgeschrieben. Ja, das ist Berlin, 12055, Braunschweiger Straße, 77. Ja. Wir werden Ihnen 4 Packungen von C2S schicken, ja? Ja.
Das sind insgesamt 120 Kapseln. Ja. Das ist für 60 Tage. Mhm. Und innerhalb von diesen 60 Tagen können Sie ungefähr 8 bis 12 Kilo verlieren, wenn Sie sich dafür interessieren. Ja. Das ist ein Präparat zur Gewichtsreduktion, das wissen Sie, ja? Nö, aber wenn Sie sagen, das ist dafür, dann ist das prima. Weil das kann ich ja brauchen. Dann schmier ich mir das direkt auf die Wampe und dann ist es weg. Und Sie denken, dass es sinnvoll ist? Klar. Ja, so. Mach ich immer so. Machen Sie immer so. So, klar. So. Meine Krampfadern habe ich da so mit auch weggekriegt. Krampfadern? Oh, habe ich da auch mit weggekriegt, ja. Mhm. Und wie Sie, ich möchte Sie in diesem Fall ganz kurz aufklären, wie es geliefert wird. Ja, es wird geliefert mit DHL. Oh. Der Lieferservice heißt DHL. Ja, prima. Und der Auslieferungsintervall von 7 bis 17 Uhr. Mhm. Werktags und Samstag von 8 bis 17 Uhr. Ja, es wird ein Versuch. Ein Versuch, der zur Stellung an Ihre Adresse gemacht. Und wenn Sie bei der Lieferung nicht zu Hause sind, lest bei Ihnen der Kurierdienst die Papiermitteilung, wo die Adresse des Abholpunkts angegeben wird. Ja. Sie können jederzeit innerhalb von 7 Werktagen Ihre Bestellung auch in der Postfiliale abholen. Prima. Sie können entweder per Nachname bezahlen oder in der Postfiliale mit der Karte, ITC-Karte. Ja. Wenn es für Sie bequemer ist. Ja. Ja? Es wird innerhalb von 4 Tagen geliefert, vermutlich. Ja. Das ist für Sie gut? Passt? Passt. Das passt. Sie nehmen das an in der Postfiliale, ja? Sie holen das ab. Ja. Oder zu, wenn Sie zu Hause werden. Richtig. Dann machen wir so, ja? Prima. Haben Sie noch irgendwelche Fragen, oder? Na, Sie sagten da noch was von Nutria. Ich würde auch noch ein Nutria bestellen. Das ist der Name von unserem Unternehmen. Okay. Nutrio also Farm, ja, Nutrio. Das Innere und Farm wie Pharmakologie. Ich dachte, es gibt noch was zu essen. Nein, nein, das ist nicht zum Essen. Das ist nur der Name von Unternehmen. Schade. Nutrio Pharmakologie, mit anderen Wörtern zu sagen. Okay, na gut. Gut? Mhm. Also, danke Ihnen, Herr Steiner, für dieses Gespräch. Ja. Warten Sie bitte auf Ihre Bestellung. Bleiben Sie bitte gesund und schönen Tag noch. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja. Also einige Gespräche grenzen hier tatsächlich mittlerweile schon an absoluten Wahnsinn. Und der Wahnsinn nimmt hier auf dem Kanal auch tatsächlich nie irgendwie ein Ende. Die verschicken trotzdem ihre komischen Sachen. Ich weiß es nicht, was es sein soll. Produkte sind es auf jeden Fall nicht. Denn das, was die da verschicken, sind nichts anderes als Placebos im besten Fall. Ja, habe ich euch ja schon öfters erklärt. Das hier sind die Bestellungen, die unverhofft am Telefon kommen. Nachdem man sich auf der Webseite bei denen eingetragen hat, kommt dann sowas hier zustande. Die rufen euch dann an, um euch dann noch mehr zu verkaufen. Und wenn man dann irgendeinen Dünnschister am Telefon erzählt, dann machen die scheinbar einfach weiter. Aber gut, er hat es ja auch mehr oder weniger hier zugegeben. Die Deutschkenntnisse reichen höchstens zum Tellerwaschen aus, aber eigentlich nicht zum Telefonieren. Es ist schon wirklich erstaunlich. Allerdings hier fallen ziemlich viele Menschen drauf rein, weil man wirklich vorhatte, sich was zu bestellen auf der Webseite. Nur man hat eben nicht mit dem Anruf gerechnet, wo dann einem am Ende noch mehr verkauft wird, als man ursprünglich vorhatte, auf der Webseite bei denen zu bestellen. Naja, und da es hier um Pimmelpillen in der Regel geht, ist das dann auch mit der Scham verbunden. Auch bei Abnehmpillen kann das oftmals der Fall sein, dass die Scham so groß ist, dass man einfach alles dort bestellt, weil man will ja gute Ergebnisse erzielen. Und dann sagt man einfach nur noch ja und kauft den Krempel, den sie einem dazu schicken wollen. Ja, hallo? Mit wem spreche ich denn da bitte? Wer möchte denn gerne was verkaufen am Telefon? Oh, ist ja langweilig, wenn man das sagen, das ist ja total uninteressant. Herr Schnecke, sag was. Kuckuck, hallo. Kuckuck, hallo, hallo. Hallo. Guten Tag, spreche ich mit Klaus Thaler? Ja, sind wir am Apparat. So. Warum sagen Sie denn nichts? Herr Thaler. Ja. Ich bin von Monitoringsabteilung der Finanzaufsichtsbehörde. Security Exchange Commission. Sie können das ganz leicht im Internet suchen. Was ist das? Ja. Heute wir erhalten Information, dass mit Ihrem Namen im Kybersystem steht ein illegales Krypto-Wallet. Haben Sie mit jemandem das gemacht oder selbst haben Sie etwas versucht? Ja, ich überweise immer grundsätzlich nur illegale Transaktionen. Legale Transaktionen mache ich nicht. Also, ich gucke immer, dass ich mein Geld schön wasche. Das ist schön am Start vorbei. So ist es richtig. Herr Thaler, also Sie haben etwas gemacht in Krypto oder das war ganz normales Überweisung? Nee, das war in Krypto. Mache ich immer mit Krypto, damit es keiner sieht. Wann das haben gemacht?
Das hatte ich heute gemacht. Habe ich ungefähr, wollen Sie, ich gucke mal, 96.000 Euro in Bitcoin habe ich überwiesen. Mhm, sehr gut. Ja. Und in welche Crypto-Wallet haben Sie gemacht? Weil wir sehen ja jetzt CoinMarketCap nur. Ja, das ist richtig. Haben Sie das in CoinMarketCap gemacht? Ja, na klar. Bitte bestätigen, dass Sie haben das selbst gemacht. Die Authentical-Applikation öffnen und bitte sagen die Code. Nee, den Code sagt man ja nicht. Das macht man ja nicht. Dann haben Sie ja darauf Zugriff. Sowas mache ich nicht. Oh, also, weil Sie richtige Kontoinhaber sind. Das ist alles so in Ordnung. Das sollte schon eine illegale Transaktion sein. Das war beabsichtigt. Also das können Sie alles so lassen. Hat alles seine Richtigkeit. Also das war die Entscheidung, ja? Ja, und das war alles richtig. Und Sie haben keine Probleme mit das, dass das ist illegal ist, ja? Ja, genau. Das war mit Absicht so. Das wollte ich so. Okay, perfekt. Ja. Danach Sie bekommen eine offizielle E-Mail. Aha. Ja? Ja. Dass Sie haben etwas Illegales gemacht, Sie und Polizei mit Kybersystem. Danke für Ihre Zeit. Ja. Tschüss, Betrüger, Krimineller. Ja, ich sag's euch ja immer wieder, es wird hier tatsächlich immer noch ein kleines bisschen verrückter auf dem Kanal. Tja, hier habe ich denen einfach mal nicht widersprochen. Es wurde ja eine illegale Transaktion von mir gefunden. Das habe ich jetzt hier einfach mal fälschlicherweise bestätigt. Also, um es nochmal klar zu sagen, das stimmt natürlich so nicht. Das habe ich jetzt hier einfach nur so mitgespielt, um einfach mal zu schauen, wie der Betrüger darauf so reagiert und was denn da letztendlich passiert. Ja, das haben wir ja hier jetzt letztendlich gesehen. Also, der Betrüger fand das wohl nicht so gut, dass ich mich hier wohl mit illegalen Geschäften beschäftige und wollte meinen Vorfall jetzt dann wohl weitergeben. Nur komischerweise ist da bis heute nichts gekommen. Man kann sich hier natürlich vorstellen, warum das so ist, dass hier nichts kommt. Weil die Betrüger halt letztendlich selber einfach Betrüger sind. Was will man da also auch großartig mit irgendwelche Behörden denn in die Wege leiten? Na, nichts natürlich. Aber im nächsten Gespräch wird's definitiv auch wieder nicht besser. Ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo, einen schönen guten Abend, Herr Hauer. Ja. Okay, ich bin Mia, dass wir haben auch zusammen gesprochen und wir haben einen Termin gelassen heute um 18 Uhr. Ja, können Sie da nochmal anrufen, weil ich gebe gerade schon bei wem anders Geld aus. Wie bitte, was haben Sie gemacht? Na, können Sie da nochmal gleich anrufen, weil ich gebe schon gerade Geld aus bei jemandem. Welches Geld? Na, hier bei, wie heißen Sie? So, mein Name ist Mia. Bei Global Cryptics oder irgendwie sowas, da bin ich gerade. Nein. Sie haben die Anmeldung gemacht bei die Profix. Nee, aber ich habe gerade einen bei Crypto Global X dran. Da wollte ich jetzt erstmal schnell was einzahlen und dann rufen Sie da gleich nochmal an. Aber das kann ich nicht machen. Aber stornieren Sie das bitte, weil sind Sie nicht mit den richtigen Leuten, weil haben Sie die Anmeldung bei uns gemacht? Bin nicht die richtigen Leute. Okay, haben Sie heute eine Anmeldung gemacht, stimmt? Hallo? Ja, ich soll fragen, warum Sie die richtigen Leute sind. Okay, ich sage Ihnen einmal, haben Sie heute eine Anmeldung gemacht, stimmt? Ja. Und in der Zeit, dass ich habe Ihnen heute angerufen, okay, sind Sie online in unserem Unternehmen, in unserer Website? Ja, der andere Mann hat auch angerufen, mit dem hatte ich auch einen Termin, aber wir brauchen gerade ein bisschen länger, weil das mit der E-Mail-Adresse nicht geklappt hat. Wenn Sie dann nochmal in einer halben Stunde anrufen, dann kaufe ich bei Ihnen auch noch was. Okay, danke. Ja, bis später. Tschüss. Tschüssi. Ja, so hört sich das dann an, wenn man die Betrüger hinhalten will, weil man dann später mit denen nochmal sprechen möchte, wenn man gerade schon einen anderen Betrüger an der Telefonleitung hat. Aber es ist schon wieder interessant zu sehen, dass da gleich die Panik aufkommt, dass man da sein Geld nicht verliert. Also die Betrügerin möchte nicht ihre Chance verlieren, mich zu betrügen. Hat man ja jetzt hier schon wieder ganz klipp und klar gehört. Man soll da bloß nicht bei den anderen, das wären die Falschen. Die falschen Betrüger also. So sieht das aus. Man hat richtige Betrüger und falsche Betrüger. Und wenn man bei den falschen Betrügern einzahlt, dann wird wahrscheinlich nicht genug Geld beschissen. Ich weiß es nicht. Muss wohl irgendwie so sein. So stellen die sich das hier wahrscheinlich irgendwie vor. Es ist und bleibt aber ein Betrug. Von beiden Seiten. Von beiden Leuten, die ich hier in der Leitung habe. Auch wenn man nur eine Seite jetzt hier im Endeffekt gehört hat. Es sind beides Betrüger. Und beide wollen wohl ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Wie man es hier gehört hat, sollte ich die nette Dame ja fragen, was sie dazu ausmacht, dass sie die Richtige ist. Wundert mich tatsächlich, dass Betrüger sowas am Telefon auch schnallen und überhaupt solche Wortbrocken herausbekommen, die auch noch Sinn machen würden.
Naja, beantworten konnte sie es aber letztendlich dann nicht. Schauen wir mal ins nächste Gespräch, wie es da so weitergeht. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Tag. Ich bin Ihre persönliche Beraterin. Was denn für eine Beraterin? Sie haben sich erfolgreich bei unserer Plattform angemeldet. Was denn für eine Plattform? Bitcoiner. Bitcoiner? Genau. Aha. Gibt's da eine Webseite zu? Bitte? Gibt's da eine Webseite zu? Ja. Na, dann rufe ich mir die mal auf. Also Bitcoin, Bit, B-I. Bit, B-I. Ja. T, C, O, I, N. Ja. Doppel-E-R. Doppel-N. R. Bitcoiner, ja. Bitcoiner, Genau, mit Doppel-E. Also I-N-R-R. Genau. Ja, und dann Punkt? .com. .com. Index of, geht nicht. Vielleicht probieren Sie noch einmal. Hier steht Index of, die Website ist nicht erreichbar. Keine Ahnung, vielleicht kann ich Ihnen per WhatsApp schicken das oder per E-Mail. Nichts. Wenn das heißt Bitcoiner, also Bitcoin Bitcoiner. Mit 2R am Ende .com, die Webseite ist defekt. Da ist die Index-Datei gelöscht. Ist nicht aufrufbar. Was meinen Sie dazu? Na, Ihre Webseite ist nicht aufrufbar, da ist die Index-Seite gelöscht. Aber das ist unmöglich. Sie haben ja, ich sehe es ja hier, dass es so ist. Also es ist ja nicht unmöglich. Die Seite geht nicht. Ich habe eine weiße Seite mit einer Servernachricht Index off. Das heißt, ich kann Ihren Server zwar erreichen, aber da ist nichts drauf. Okay, Moment bitte. Können Sie ja selber aufrufen. Dann sehen Sie das auch. Sie haben Ihre Daten bei uns hinterlassen. Ja gut, ich weiß ja nicht, bei wem, wenn Ihre Webseite nicht geht. Woher hat diese Website funktioniert? Ja, aber jetzt geht sie ja nicht. Dann gehen Sie da selber drauf, die geht nicht, die Webseite. Natürlich. Was natürlich? Weil Sie haben Ihre Daten schon hinterlassen. Ja, aber das Ihre Webseite geht ja nicht. Das heißt, ich kann nicht sehen, wer Sie sind. Ich bin Ihre persönliche Beraterin von Bitcoiner. Ja, aber Bitcoiner geht nicht. Ich würde ja gerne auch sehen, wer da am Telefon ist. Kann man aber nicht aufrufen, ist kaputt. Müssen Sie sich mal mit Ihrer technischen Abteilung auseinandersetzen. Ihre Webseite geht nicht. Unsere Anzeige ist bereits geschlossen. Na, warum bringen Sie mich auf eine Webseite, die geschlossen ist? Schauen Sie, Sie werden nicht auf diese Webseite handeln. Na, und wer sind Sie denn, wenn Sie nicht von der Webseite aus anrufen? Ich rufe Sie an, soll alles erklären. Was wollen Sie denn erklären? Sie haben nur unsere Anzeige gesehen. Wie nur Ihre Anzeige? Also ist das nicht Ihre Webseite? Das ist unsere Webseite. Na, und warum geht Ihre Webseite nicht? Ich muss Sie doch irgendwie jetzt zuordnen können, wer Sie sind. Und wenn das nicht geht, dann weiß ich doch gar nicht, wer Sie sind. Einen Moment, bitte. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja. Mein Name ist Monika Meyer, ich bin die Finanzmanagerin der Finanzabteilung. Sagen Sie mir bitte, welche Fragen haben Sie? Na, Ihre Webseite geht nicht, die ist kaputt. Also schauen Sie, unsere Webseite und unsere Anzeige ist schon geschlossen. Sie haben bei unserem Projekt angemeldet und unser Unternehmen heißt Puls Investment. Sie werden nicht in unserer Anzeige haben. Also gerade eben hat Ihre Kollegin gesagt, Ihre Firma heißt Bitcoiner. Das hat Ihre Kollegin also gesagt. Sie meint, nicht, wie Sie heißen. Sie hat gemeint, dass das unser Projekt heißt. Unser Projekt heißt Bitcoiner. Und aber das hatte ich nicht gefragt. Ich hatte gefragt, welche Firma. Und sie sagte Bitcoiner. Und dann habe ich nach der Webseite gefragt. Das hat sie dann mal so halbwegs hinbekommen. Und dann hat sie mir eine Seite gesagt, die technisch nicht mehr erreichbar ist. Wahrscheinlich hat sie nicht richtig gehört. Entschuldigen Sie bitte. Ja, aber warum setzen Sie da Leute ans Telefon, die nicht richtig zuhören? Ich habe es ja 5 oder 6 oder 7 Mal wiederholt. Wahrscheinlich war es schlechte Verbindung. Nee, war keine schlechte Verbindung. Wir haben uns gut verstanden. Wahrscheinlich, sie hat einfach abgezogen oder was? Was, abgezogen? Das ergibt jetzt auch schon wieder keinen Sinn, was Sie erzählen. Was ist denn abgezogen? Okay, haben Sie noch Fragen oder was möchten Sie? Na, ich möchte gerne Ihre Webseite erreichen. Ich habe das schon erklärt. Also unsere Webseite und unsere Anzeige sind geschlossen. Sie haben Ihre Daten bei unserer Anzeige, bei unserem Projekt hinterlassen. Unser Unternehmen heißt Puls Investment. Wir können Ihnen jetzt über unsere Optionen erzählen, über unser Bonussystem, wie wir arbeiten, wie heißt unser Unternehmen, was bieten wir für unsere Kunden und so weiter. Ja, aber Sie können ja die Webseite nicht schon schließen, wenn Sie dann noch die Leute anrufen. Da muss ja die Datenschutzerklärung dann noch lesbar sein. Welche Leute? Ja, mich zum Beispiel.
Also meine Beraterin hat Sie nur erstmal anrufen. Ja, aber das geht ja nicht, wenn Ihre Datenschutzerklärung nicht aufrufbar ist auf Ihrer Webseite. Ich wollte mir ja jetzt gerne Ihre Datenschutzerklärung nochmal angucken. Und wenn die Webseite nicht erreichbar ist, wo ich mir das angucken kann, das ist ja nicht legal. Da können Sie ja nicht einfach anrufen. Sie müssen verstehen, dass Sie haben bei unserer Anzeige Ihre Daten hinterlassen. Habe ich schon verstanden. Aber wenn Sie zu dieser Anzeige jemanden anrufen, dann muss die Anzeige so lange online sein, wie Sie da noch Leute anrufen, damit man sich die Datenschutzbestimmungen dazu durchgucken kann. Ist ja hier in Deutschland, wir haben ja hier solche Gesetze. Das ist, kommt zwar mal vor, dass man hier vielleicht doch mal ein Gesetz hat, aber das wäre mal eins. Haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Illegale Anrufe, meinen Sie? Ja, jede Menge. Nein. Nein, ich meine auf dem Finanzmarkt oder mit Trading. Ja, aber darum geht's ja jetzt gerade nicht. Ich würde ja gerne Ihre Datenschutzbestimmungen mal durchlesen. Und dazu müsste Ihre Webseite funktionieren. Ansonsten ist ja dieser Anruf ja auch illegal. Unsere Anrufe und unser Unternehmen ist legal. Nee. Also wir sind lizenziert. Das bestreite ich, weil Sie rufen ja illegal an. Ihre Webseite geht ja nicht. Da ist ja schon ein großes Problem. Weil Sie sagen, das ist gelöscht. Nicht. Weil ich habe es schon gesagt, Sie haben Ihre Daten einfach auf unserer Anzeige und auf unserer Webseite hinterlassen. So. Und jetzt aber unsere Webseite-Anzeige ist schon geschlossen. Ja, jetzt würde ich, ja, das geht ja nicht. Dann können Sie ja auch nicht mehr anrufen. Dann ist das ja verboten. Das ist ja so nicht legal. Ich muss ja als Kunde, muss ich die Datenschutzbestimmungen lesen können. Das ist Ihre Meinung. Und das nee, das hat ja nichts mit Meinung zu tun. Das sind ja Gesetze. Sie können nicht mit Leuten sprechen. Ja. Weil Sie haben kein... Ach so, also haben Sie keine Lust, sich gesetzlich zu erklären, wozu Sie auch verpflichtet sind. Dann hätte ich gerne mal Ihren Datenschutzbeauftragten gesprochen. Sie werden in schwarzen Lied ja. in unserem Unternehmen. Ich hätte gerne mal von Ihnen den Datenschutzbeauftragten gesprochen. Müssen Sie mich ja durchstellen können. Jetzt. Ich würde jetzt gerne mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen. Okay, schönen Tag noch. Nee, mit dem Datenschutzbeauftragten würde ich gerne sprechen. Nicht schönen Tag noch. Sie sollen mich jetzt an den Datenschutzbeauftragten... Ja, und anstatt dann dieser Bitte, der Sie nachkommen muss gesetzlich, dann nachzukommen, wird dann hier einfach aufgelegt und so getan, als wäre es das dann erledigt. Ja, das Problem ist, es ist dann auch so erledigt bei solchen Firmen, da man die sowieso nicht nachverfolgen kann. Die Rufnummern, die im Display stehen, sind schlichtweg einfach gefälscht, also nicht echt. Die stimmen nicht, die Telefonnummern. Im schlimmsten Fall kann man da, wenn man bei der Rufnummer, wenn sie im Display steht, zurückruft, bei jemandem anderen rauskommen oder im besten Fall keinen Anschluss unter dieser Nummer. Das ist halt eben so, wenn man bei Betrügern zurückruft und nicht bei seriösen Firmen. Und Betrüger können sich halt eben auch in nichts erklären. Die haben halt einfach keine Erklärung dafür, dass da alles nicht funktioniert. Aber schön, dass die auch untereinander nicht mal Bescheid wissen, was mit deren Webseite los ist, ob sie online ist, ob sie kaputt ist. Tja, also es ist wirklich schon absolut erstaunlich, dass das immer wieder funktioniert. Aber ich sag's euch immer wieder, es gibt so viele Menschen, so viele Meinungen, so viele Möglichkeiten, auf diesen Betrug hier hereinzufallen. Es ist schon wirklich wahnsinnig und wahnsinnig erstaunlich, dass die damit immer wieder durchkommen. Aber sie kommen damit leider durch. Einen schönen guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Herr Wende. Man versteht Sie nicht. Was verstehen Sie nicht? Ich hab gesagt, Herr Elemente. Ja, jetzt verstehe ich Sie. Hm? Ja, super. Dann können Sie mir bitte sagen, wann können wir Ihr Handelskonto aktivieren? Was denn für ein Handelskonto? Ihr Handelskonto. Sie haben bei uns registriert auf unser Handelsprojekt. Na, da müssen Sie sich vielleicht mal vorstellen. Wie heißen Sie denn? Und wie heißt Ihre Webseite oder Firma? Bitcoiner, unser Unternehmen heißt. Da hat doch gerade schon jemand angerufen. Ja, wenn meine Kollegin vielleicht, ja? Ja. Okay, und wann können wir Ihr Handelskonto aktivieren dann? Gar nicht, weil wir festgestellt haben, dass Sie eine kriminelle Vereinigung sind. Echt? Ja. Wo haben Sie das gesehen? Das hat sie mir bestätigt. Sie hat gesagt, sie zockt gerne die Leute ab und hat dann aufgelegt. Wer hat gesagt? Na, die Mitarbeiterin von Ihnen. Nein. Doch. Nein, das ist Lüge. Nee. Lüge, Sie sind Lüge oder was? Nee, Sie ja vielleicht, weil Sie rufen Nein, ja von einer illegalen Firma an. Sie lügen immer. Aha. Was ist los mit Ihnen? Mhm. Warum lügen Sie? Sie sind auch so ein Krimineller, ne? Macht Nein. Spaß, die Menschen ich zu Ich kann betrügen, Ihnen ja? Lizenz schicken und alle Dokumente. Nee, eine Lizenz muss ja auf Ihrer nicht vorhandenen Webseite stehen, die ja auch nicht existiert. Das existiert? Nee, haben wir ja geprüft, ging ja auch nicht. Wo haben Sie das geprüft?
Na, Ihre Kollegin hat mir 1000-mal Ihre falsche Domain durchgesagt und ich habe ihr 1000-mal gesagt, dass die nicht funktioniert. Was funktioniert nicht? Na, Ihre Webseite, Bitcoin mit 2R am Ende.com, die funktioniert nicht. Nein, das ist nicht unsere Webseite. Hat sie aber gesagt und Sie haben auch gerade eben gesagt, dass Sie von da aus anrufen. Unsere Webseite ist Bitcoin, erzählt. Ja, haben Sie doch gerade, ja eben, richtig, sagen Sie ja sogar jetzt wieder. Und die Webseite geht nicht. Aber das ist unser Projekt und unsere Handelsplattform heißt Puls. Ja, und das hat sie auch vorhin anders gesagt. Da hat sie eine ganz andere Webseite dazu erzählt. Also merkt man ja, wie Sie lügen. Nein, nein, nein. Doch, doch, das doch. Ist unser Projekt. Sie sind einfach nur ein ganz schlechter Betrüger. Und das ist schon wirklich armselig, dass man sich mit sowas abgibt. Sie sind einfach, schlechter Mensch. Und Sie sollten sich vielleicht einfach was schämen. Weil letztendlich seid ihr ja die schlechten Menschen. Ja, die schlechten Menschen, die anderen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen möchten. Also was wollen Sie? Können Sie mir bitte sagen, ich glaube, Sie sind nicht Alimente. Ja, und ich glaube auch nicht, dass du seriös bist. Sie sind auch Betrüger. Okay, alles klar. Schönen Tag noch, Herr Betrüger. Scheiße, Elemente. Ja, tschüss. Es ist tatsächlich wirklich sehr beeindruckend, wie sehr die Betrüger immer wieder bestätigen müssen, dass sie selbst Betrüger sind. Vor allem hier hat er ja jetzt gesagt, sie sind auch Betrüger. Naja, also mit auch hat er sich ja wohl dann mit einbeschlossen. Es ist schon interessant, ne? Aber das sind eben die Menschen, die euch am Telefon vorgeben, dass sie euer Geld in Treuhand verwalten wollen, um euch dann reich zu machen. Ich glaube nur nicht, dass ihr dann da reich werdet, wenn ihr bei solchen Leuten Geld bezahlt. Naja, außer vielleicht reich um Erfahrung. Jede Menge Erfahrung, die man da macht. Weil am Anfang sind die vielleicht noch nett, wenn man da bei deren Skript so mitgespielt hat, wie die sich das vorstellen. Da kann es dann schon sein, dass man da vielleicht dann nett verblieben ist und das Geld dann eingezahlt wurde. Nur wenn man dann vielleicht nochmal mit denen in telefonischen Kontakt tritt, weil man das Geld eben bereits verloren hat, dann kommt da sowas bei raus, wie wir jetzt hier am Ende gehört haben. Die nehmen dann da kein Blatt mehr vom Mund und versuchen auch gar nicht erst großartig, sich als Betrüger zu verschleiern. Sie geben es ja mehr oder weniger zu, auch wenn sie es oftmals nur durch die Blume denn so erwähnen, dass es so ist, wie es ist. Ja, es ist schon wirklich beeindruckend, dass das tatsächlich immer wieder funktioniert. Und das ohne Wenn und Aber. Die machen Milliarden im Jahr an Umsätze. Das ist tatsächlich das große Erstaunliche an der ganzen Geschichte, wie viel Geld dahinter steckt. Ja, hallo? Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo? Ja. Hi, hörst du mich jetzt? So, ich mit der Hauer sprechen, ja, weil ich habe ihn ja nicht gehört, weil die Leitung war unterbrochen. Ich bin Klaus, Account Manager. Sie haben schon ein Konto eingerichtet an uns und das Konto, was Sie schon haben, ist schon lange inaktiv. Wir werden das schon aktivieren, damit Sie schon einen Bereich... Ich würde schon ein bisschen langsamer und deutlicher sprechen und vor allem auch ein bisschen lauter. Ja? Ja. Okay, das Konto haben Sie schon bei uns. Und was Sie das Konto haben, ist schon inaktiv. Wir werden es aktivieren, damit Sie in dem Moment jetzt schon anfangen und starten, mit Ihrer Profit zu erzielen. Was ist das für ein Konto? Das ist ein Handelskonto, was Sie haben. Ein Handelskonto? Und wie heißt die Firma? Swiss Assets Management heißt die Firma, wo Sie schon das Konto haben. Mhm. Genau. Das ist interessant. Und wie kommt dann mein Konto zu Ihnen? Ja, weil Sie haben es selber hier bei uns angemeldet. Aha. Und durch diese Anmeldung, die wurde schon erfolgreich eingerichtet mit Ihren persönlichen Daten. Das muss ja schon dann ewig her sein. Ja, das müssen Sie schon doch wissen, was Sie es gemacht haben, weil ich weiß nicht ganz genau, wo Sie es Interesse gezeigt haben. Ich habe es jetzt schon verifiziert. Es wurde schon alles Ihre persönlichen Daten verifiziert und jetzt muss es nur aktiviert werden kann, damit Sie auch anfangen, wie gesagt, Ihre Profite zu erzielen. Aha. Genau. Genau, man merkt schon, dass Sie unterwegs sind. Wann können Sie zu Hause sein, damit ich Ihnen die Konto zeigen kann, ich was Sie schon unterwegs. Bei uns haben? Ich bin zu Hause. Ach, Sie sind zu Hause, okay. Ja. Gut, dann kann ich Ihnen da ein Konto zeigen, wo Sie es haben. Was wollen Sie zeigen? Ihr Konto, was Sie schon bei uns haben. Ach so, mein Konto. Mhm. Wie heißt denn dazu die Webseite? Habe ich Ihnen schon eben gesagt. Nee, da haben Sie bloß den Namen gesagt, aber nicht die Webseite. Das ist das Gleiche. Nee, die Webseite endet immer mit einer Domain-Endung. Nein. Doch, sonst kann man eine Webseite nicht aufrufen. Wollen Sie das machen oder wollen Sie weiter Quatsch sagen? Na, wenn Sie nur quatschen und nicht sagen, dann kann man ja da nichts machen.
Kann man nichts machen. Wenn sie das machen, dann weiß ich ganz genau, dass sie es wollen. Aber so wie sie sich benehmen. Wie benehme ich mich denn? Wie ein Arschloch. Ach so, und die fühlen sich als seriöse Firma. Und ganz am Ende gibt's dann, wie so häufig, immer noch die Bestätigung vom Ganzen obendrauf. Tja, wenigstens hat das jetzt hier mehr oder weniger wieder zugegeben mit seinem Verhalten, dass der nicht seriös sein kann. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Klickt gerne noch in die Playlist und schaut euch noch die anderen Videos an. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. The book.